läuft denn so unterschwellig ab, ja, für so im täglichen Leben? Nämlich, jedes Produkt, das wir kaufen, sei es eine Semmel, sei es ein Pulli, sei es das Wohnen, das hat ökonomisch gesehen zwei Kostenbestandteile. Arbeitskraft und Kapital. Also, der Landwirt, der das Korn aus dem Boden zaubert, braucht den Boden, auf dem Boden ruhen Pachtansprüche, wenn man es gepachtet hat, oder wenn man es gekauft hat, ruhen Zinsansprüche drauf, wenn man Kredit hat, oder wenn es einem selber gehört, sogenannte Eigenkapitalansprüche auf das Land. Das weiß man oft nicht als Eigentümer. Ja? Man hat dann ständig, man könnte es ja auch verpachten und wird dann was kriegen dafür. Dann der Mähdrescher oder das Gewächshaus, das Saatgut, das Korn, das ist ein Kapitalgut. Das muss ich mir entweder von der Bank leihen, dann 100 Zinskosten drauf. Oder ich habe Eigenkapital, dann muss ich eigentlich das Eigenkapital verzinsen. Und dann die Arbeitskraft vom Landwirt selbst, ja, das, die Früchte aus dem Boden zaubert. Das heißt, und die ganzen Kosten werden auf das Korn, wenn wir jetzt bei der Semmel bleiben, umgelegt. Also in dem Korn, in dem fertigen Korn, ruhen Kapitalkosten und ruhen die Arbeitskosten vom Landwirt. Das Korn wandert zur Mühle, die Mühle braucht auch Boden, da ruhen wieder Bodenpachten drauf. Die Mühle selbst ist ein Kapitalgut, da ruht Eigenkapital, also zum Beispiel Dividendenansprüche oder Zinsen drauf. Und die Kraft vom Müller, es geht zum Bäcker, der braucht auch Boden, jeder braucht Boden. Dann der Ofen, Kapitalgut und die Arbeitskraft vom Müller. So, das ist im Ergebnis, also in jedem Produkt, was wir kaufen, ob wir es wissen oder nicht, wir praktisch Zinsen zahlen, Kapital zahlen. Auch wenn ich keine Schulden auf der Bank habe, ich zahle ständig Zinsen. Und diese, aber nicht nur Zinsen, auch Eigenkapital ist ganz wichtig und Bodenpachten, ja, das sind eigentlich die wichtigeren. Und im Schnitt ist jedes Produkt, was wir kaufen im täglichen Leben, ungefähr ein Drittel ist Kapitalanteil. Das ist also richtig viel. Beim Haarschnitt ist wenig, bei uns Männern, das ist ähnlich wie bei den Römern noch, ja, Schere und Kamm. Wenig Technik, wenig Kapital, aber so ein Auto oder Traktor oder Wohnen ist sehr kapitalintensiv. Das ist weit über 50% der Anteil vom Preis. Also im Schnitt ungefähr ein Drittel. Und ökonomisch nennen wir das eine Rente. Rente ist eine Zahlung, die ich kriege, ohne arbeiten zu müssen. Also die meisten kennen nur die Rentner. Ist wunderbar, selbstverständlich. Wenn ich mein Leben lang gearbeitet habe, habe ich das Recht auf eine Rente. Aber es gibt allgemein Rentenzahlungen für was, wo ich nichts tue. Wenn ich 10.000 Hektar Eigentum, die habe ich verpachtet, kriege ich jeden Monat zigtausend Euro auf Giro, ohne dass ich die Hand umdrehe. Also Rente in dem Sinne, dass ich ein Aktienpaket habe, nichts tue, aber Dividende habe oder Bodeneinkünfte oder Mieteinkünfte habe, ohne arbeiten. So ist es definiert, jetzt ökonomisch gesehen Rente. Also die Renteneinkommen, die sind ziemlich hoch. Und jetzt ist die Frage, wie hoch sind die eigentlich und wohin fließen die? Und nach ganz offiziellen Zahlen der Bundesregierung sind es pro Jahr 500 Milliarden Euro. Und der Herr Schäuble als Finanzminister von Deutschland hat ungefähr 300 Milliarden Euro pro Jahr. Um ein bisschen Größenordnung zu geben, das ist richtig viel Geld. Was die bekommt er, oder was? Nein, also Schäuble hat 300 Milliarden Steuereinnahmen und hat ungefähr 300 Milliarden Ausgaben, ja, für Soziales, für Militär, für alles. Ja. Nur, also die Bundesregierung Deutschland hat ein Staatsbudget von 300 Milliarden. Und diese Zahlungen, die wir so täglich mit dem Semmeln kaufen und mit dem Foto kaufen, zahlen, das sind pro Jahr 500 Milliarden. Viel mehr als der Schäuble hat. Also es ist richtig viel Geld. Und wir Bundesbürger geben ungefähr im Jahr 1.400 Milliarden Euro aus. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viel das ist. Aber dazu die 500 Milliarden heißt, ungefähr ein Drittel von dem, was wir kaufen, ist immer dieser Kapitalanteil. Ja? Also es ist richtig viel Geld, das ist die eine Frage. Und die zweite, wo fließt das hin? Also wer es zahlt, ist klar, das zahlen alle, die leben. Weil egal, was ich mir kaufe, ich brauche für das ganze Leben Geld, von früh bis spät. Leider oder wie auch immer. Wo fließt es hin? Das Vermögen in Deutschland und in der ganzen Welt ist sehr ungleich verteilt. Auf der ganzen Welt ist so, dass 1% der Menschen auf der Welt 40% aller Vermögen haben. Und die unteren 60% haben im Prinzip auf der Welt gar nichts. In Deutschland ist so, dass die untere Hälfte von Deutschland laut Bundesregierung netto 1% vom gesamten Vermögen hat. Also die Hälfte der Deutschen hat netto fast kein Vermögen, wenn man jetzt die Schulden mit abzieht. Also das Vermögen ist bei der oberen Hälfte und da wiederum bei den oberen 1%, die haben fast ein Viertel vom deutschen Vermögen. Und die oberen 20%, die haben ungefähr 80% vom deutschen Nettovermögen. Aber ungefähr ein Fünftel von den deutschen Haushalten haben fast alles Vermögen in Deutschland, netto. Ja? Und das sind die, die diese Rentenzahlungen kriegen. Also an das obere Fünftel
fließt ungefähr jedes Jahr 400 Milliarden Euro. Ja? Für nichts tun. Weil ich vor 300 Jahren dieses Grundstück irgendwie erobert und ererbt habe. So, ja? Also, das sind diese Strömungen, die täglich fließen. Das ist richtig viel Geld. Und ein Beispiel dazu noch, Mieten. Also die Mehrheit der Bundesbürger wohnt zur Miete, nicht in der Eigentumswohnung. Eigentum haben vielleicht 40-45% der Deutschen. Und wenn wir jetzt 5 Familien uns vorstellen würden in Deutschland und 5 Häuser, dann ist es de facto so, dass Familie 1 4 Häuser hat, in Wirklichkeit nur ein bisschen mehr als 4. Familie 2 hat ein Haus und die unteren 3 Familien haben kein Haus. Und wenn die jetzt alle so ein bestimmtes Arbeitseinkommen haben, dann würde ständig über die Miete, ein ordentlicher Teil, Mieten ist viel, 20-30% vom Einkommen, also ein Viertel bis ein Drittel manchmal, fließt ständig von denen, die zur Miete wohnen, zu den Vermietern, zur Familie 1, sodass die dann auch unten ein bisschen weniger Kaufkraft haben und die oben ein bisschen mehr. Und die können vor allem mehr sparen. Wir haben 3 Hauptvermögensarten, Grund und Boden, Immobilien, das ist fast die Hälfte in Deutschland. Dann haben wir Unternehmensvermögen, die sind auch groß, da fließen riesige Zahlungsströme, Dividenden. Und das dritte ist das eigentliche Sparbuch, das Geld, das Zinseinkommen. Ja, das sind die 3 Hauptvermögensarten. Das ist jetzt heute so viel, diese 500 Milliarden pro Jahr, das ist so brutal viel, dass es anfängt, die Wirtschaft zu erwürgen. Ja, das ist, jetzt kommt es eigentlich ans Tageslicht, wir haben eigentlich eine Wirtschaft, wo Krebs herrscht, auf verschiedenen Gebieten, und das ist eigentlich der krankeste Organismus. Und das ist schon die ganze Zeit, aber jetzt ist halt so viel, dass selbst die Banken merken, wir kriegen das Geld nicht zurück. Ja? Dass man es merkt, es stimmt irgendwas nicht. Das ist ein altes Phänomen, das steht schon im Alten Testament. Die Israelis waren da sehr schlau. 3 Mose 25 heißt es, das ist das Erlassjahr, dass jedermann wieder zu dem Seinen kommen soll. Die haben alle 50 Jahre einen Schuldenerlass gehabt im alten Israel, wo jeder, der sein Land verloren hatte, das wiederbekommen hat und jeder Schulden hatte, die erlassen worden sind. Weil die wussten, die Israelis, damals, wenn die Pyramide immer spitzer wird, über diesen Zinseszinseffekt, das funktioniert auch ohne Geld, nur der Großgrundbesitzer holt immer noch mehr und noch mehr, oder der die Werkzeuge hat und der andere nicht, der kann die für Wucherpreisen verleihen. Ja. Die wussten, wenn die Pyramide immer spitzer und spitzer wird, konzentriert sich das Vermögen, sei es Land, sei es Ziegen, sei es heute Kapital und Imperien, konzentriert sich bei immer weniger, und das kann dazu führen, dass unsere Gesellschaft zerbricht. Ja, weil wenn ein paar weniger alles haben, dann gibt es sozialen Unfrieden, Verwerfungen, Chaos, Bürgerkrieg oder Schlimmeres. Und deswegen dieses, neben dem moralischen, kluge Gebot, alle 50 Jahre diesen Prozess wieder zurück auf Null. So wie wir 1945 die Stunde Null hatten, weltweit gesehen, wo ganz starke Gleichverteilung. Anderen Schriften auch in Mesopotamien, dass die gewusst haben, wenn wir das zu lang laufen, durch diese Prozesse, die ich da geschildert habe, das Mietwohnen, das Semmeln kaufen, das Zins nehmen, was wir haben, dadurch ist seit in den letzten 30 Jahren die Ungleichverteilung auf der Welt immer stärker geworden. Da gibt es viele Zahlen dazu, ja, und Messern auf allen Kontinenten, in praktisch allen Ländern, sehen wir seit 1980, wird die Ungleichverteilung immer stärker. Das heißt, die Oberen haben immer einen größeren Teil vom Kuchen und die Unteren kleineren. Das heißt nicht, dass die Unteren vielleicht ärmer werden, absolut. Das kann sein, dass die auch wachsen in der Verfügungsgewalt, aber die Reichen wachsen stärker. Und das sehen wir auf der ganzen Welt, dass die Pyramide spitzer wird seit 1980, immer spitzer, oder halt verschiedene Bilder kann man machen. Ja? Ja, ist auf der ganzen Welt die Ungleichverteilung gestiegen. Und jetzt schauen wir ökonomisch an, was das heißt. Wer spart mehr, die Reichen oder die Armen? Ja, die Reichen sparen mehr, weil zum Beispiel Familie Quandt, Johanna Quandt, Stefan Quandt und Mutter Quandt kriegen pro Tag ungefähr 1 Million Euro auf Girokonto. Das ist nur die Dividende von BMW. Aber BMW schüttet nur einen kleinen Teil von den Gewinnen aus. Und es gibt auch noch andere Einnahmequellen. Und wenn sie am Tag umgerechnet 1 Million auf Giro kriegen, das können sie nicht ausgeben. Das heißt, die Sparquote bei den reichen Menschen, die ist fast 100%. Weil so viel Schnitzel können sie gar nicht essen oder ja, Biomöhrchen, das ist unmöglich. So viel Lamborghini können sie gar nicht kaufen. Ja? Also die Sparquote ist wahnsinnig hoch. Das heißt, wenn wir auf der ganzen Welt sehen, so eine zunehmende Ungleichverteilung, heißt es, die Ersparnisse auf der ganzen Welt haben zugenommen. Und das hat tatsächlich stattgefunden. Ich war früher Banker, 7 Jahre lang Investmentbanker bis 2002. Und wir waren in der Bank gesessen, was machen wir mit dem Geld? Macht's was? Haben wir Investmentbanking gemacht, weil da haben wir besonders viel Rendite gekriegt. Ja? Also ich habe das aus eigener Erfahrung von 1993 bis 2002, war viel Geld da. Ja, und irgendwie müssen wir es anlegen. Und das ist auf der ganzen Welt. Und auf den ersten Blick ist das erst einmal super. Boah, viel Kapital da.
Der Zins ist niedrig, super, können wir investieren. Ja. Häuser, die meisten kaufen Häuser mit viel Schulden. Häuser sind in die Höhe gegangen, haben wir dann gesehen, Amerika, riesige Immobilienblase, 18 Millionen Häuser stehen heute leer. Spanien, wahnsinnig viele Immobilien, hat die fast nichts kostet, Spanien. Also heute 1,9 Millionen leerstehende Wohnungen. Jede Woche werden 100 oder 1000 Leute rausgeschmissen aus den Wohnungen, obwohl sie eh schon so viele leerstehende haben. Also wir sehen auf der ganzen Welt so die letzten 10, 20 Jahre eine Wahnsinns-Immobilienblase, auch in Asien. Da ist viel Geld hingeflossen, dann ist viel Geld in Gold, Öl, Korn. Ja, die Preise sind auch durch die Decke gegangen. Einmal war Essen teuer und Gold und Öl teuer. Das dritte war, dass Unternehmen teuer geworden sind. Das wissen die meisten nicht. Da ist auch ganz viel so von diesem Geld hingeflossen. Das haben wir gemacht als Investmentbanker. Und das vierte, dass einfach Siemens, Daimler und so die großen Unternehmen alle investiert haben. Weil der Zins 2%, das kostet mir nichts. Da kann ich eine Maschine nach der anderen hinstellen, weil die Finanzierungskosten sehr billig sind.